Moin Jungs, AT hier und willkommen zur ersten Folge meines Nostalgie-Minecraft-Let's Plays. Jungs, AD's back und willkommen zur 200. Folge meines Minecraft-Nostalgie-Let's Plays. Wer hätte das gedacht, am 1. November letzten Jahres, dass wir Mitte Mai des nächsten Jahres hier stehen? Wer hätte das gedacht? Ich stehe natürlich genau da, wo ich Folge 1 und wo ich Folge 100 begonnen habe. Genau hier vorne. Da sah man natürlich noch nicht das Ding. Das sah man auch bei Folge 100 noch nicht. Man sah noch nicht das Ding, zumindest bei Folge 1. Ja, und wir gucken uns heute einfach ein bisschen an, was ich so geschafft habe, was wir hier so aufgebaut haben in den letzten 200 Tagen. Natürlich viel wird bekannt sein aus der 100. Folge, beziehungsweise wenn ihr aktiv das Let's Play verfolgt, werdet ihr eh das meiste kennen. So, der hat mich gestört. Wir haben natürlich hier in dem Dorf unsere ersten paar Nächte verbracht. Damals. Hier in dem Dorf. Genau in dem Haus. Immer noch Sachen drin. Hier war auch mal ein Bett. Haben wir natürlich mitgenommen. Irgendwann sind wir dann halt weitergegangen. Sind nach da oben an dem Esel vorbei. Und haben uns unser erstes kleines Häuschen gebaut. Und dieses Häuschen war vor allem für das erste Häuschen auch eigentlich echt cool. Haben ein paar Sachen gemacht, die ich selber noch nie gebaut habe. Zum Beispiel, dass ein Baum Teil der Wohnung ist, finde ich immer noch cool, weiß ich aber nicht, ob ich es nochmal machen würde. Wir haben ein großes Fenster Richtung Westen und weil der Sonnenuntergang durch dieses Fenster immer so geil war, haben wir natürlich auch noch eine komplette Terrasse angebaut. Wir haben einen kleinen Balkon auf unsere kleine Bucht, die finde ich immer noch mega geil. Also wenn ich jetzt diese Welt neu machen würde, würde ich genau hier wieder bauen, weil ich die so schön finde. Wir haben ein wundervolles Schlafzimmer mit der geilsten Aussicht von irgendeinem Schlafzimmer ever. Bis auf die AFK-Plattform und die Monsterfarm. Wir haben natürlich noch unsere drei Hundis. Kollege, guck mich mal an. Perfekt. Und eine Glocke. Der Weg hier runter ist natürlich nie so wirklich geil gewesen. Er war immer ein bisschen eng. Aber gestört hat mich das jetzt nie wirklich sehr. Wir haben hier vorne eine kleine Farm, die vollautomatisch funktioniert. Einfach nur den Knopf drücken. Mache ich jetzt mal nicht. Ich habe keinen Bock, das alles einzusammeln. Aber ihr wisst, wie es geht. Habe ich euch schon tausendmal gezeigt. Wir haben hier einen Weg runter. An unserem Zuckerrohr vorbei. Über diesen kleinen Fluss. Kann man drüber hüpfen. Vorne auch. Da vorne auch. Und hier geht es zu unserer Strandhütte. Ursprünglich sollte es nur eine ganz kleine Überdachung sein, wo man grillen kann. Wenn man mal da oben in dem Haus keine Lust mehr hat und schön hier am Meer sitzen möchte, hätte man sich hier hinchillen können, was aufs Lagerfeuer tun können. Aber es ist ein bisschen eskaliert und ich habe eine komplette Hütte gebaut, immer noch mit der doppelten 2. Immer noch ein mega geiles Design-Feature, finde ich. Ein paar Öfen, eigentlich nicht irgendwas Spektakuläres, aber trotzdem finde ich die Wohnung mega cool, auch mit dem Wasser, mit dem Zuckerrohr drumherum, generell wie grün das hier ist, finde ich cool, auch mit den Büschen. Wir haben hier noch den Weg zum Höllenportal. Is it? Da ist es. Könnte man mehr ausleuchten, mache ich jetzt aber nicht. Wir haben natürlich hier hinten, wie könnte es anders sein, unsere tolle Monsterfarm, die überhaupt nicht gut funktioniert. Fallen die eigentlich runter, machen sie aber nie. Zurück in unserem kleinen Dorf geht es hier natürlich auch nochmal runter. Und hier wieder mit Seerosen über den Fluss. Das hier war von Anfang an so kaputt und ich weigere mich bis heute, das zu reparieren. Hier fängt unser Blumenmeer an. Das geht entlang dieses Weges bis zu unserem nächsten Haus. Hier geht es noch hoch zu unserem ersten Haus. Und hier, soweit das Auge reicht, Blumen, Blumen, Bäume und noch mehr Blumen. Bambus auch ab und zu. Hier kommt man zu unserem Verzauberungshäuschen. Alles da, was das Herz begehrt.
Hat auch ewig gedauert, die ganzen Bücher dafür zu kriegen. Hier ist noch ein Lagerhaus, was noch niemand jemals benutzt hat, was aber an sich, finde ich, auch echt cool aussieht, weil es sehr offen ist, sehr viel Licht reinkommt, ist cool. Aber benutzt halt keiner, ich weiß nicht warum. Also ich bin der Einzige, der es benutzen könnte, aber ich benutze es halt trotzdem nicht. Hier ist bisher das einzige Zuschauerprojekt. Der liebe Distorted hat mir vorgeschlagen, bau doch mal einen Brunnen. Habe ich natürlich instant umgesetzt und mit Namen verseht, um ihn zu ehren, für den coolen Vorschlag. Und das ist unser Brunnen. So wie man sich einen Brunnen halt irgendwie vorstellt, aber ich finde, bei einem Brunnen kann man jetzt auch nicht sehr viel anders machen. Dann kommen wir zu einem der neuesten Projekte, unser kleiner Fluss. Er geht bis da vorne, dann geht er runter in einen kleinen Wasserfall und kommt von hier oben. Den Anfang von dem Fluss zeige ich euch gleich noch. Wir gehen erstmal weiter durch das Blumenmeer. Dann sieht man schon hier, das ist unsere Scheune. Und da vorne ist unser Bauernhof. Und da vorne sieht man noch mehr, aber wir behalten erstmal hier die Scheune im Vordergrund. Wir haben hier seit neuestem einen kleinen Pferdestall. Da ist bisher jetzt noch nicht so viel drin an Viechern. Aber wir haben einen, wir haben sogar einen kleinen Teich mit Fischis. Die sind auch sehr froh, auch wenn der Teich jetzt wirklich nicht schön ist. Und unsere Scheune ist natürlich voll mit Weizen. Nicht nur hier unten, sondern auch hier oben. So wie man eine Scheune halt kennt. Auch wenn es eigentlich vielleicht eher ein Kornspeicher ist. Aber hier ist trotzdem unser gesamtes Heu. Falls die Viecher mal irgendwas brauchen. Hier ist noch so eine automatische Farm. Ich zeige euch immer noch nicht, wie die geht, weil ihr wisst, wie die geht. Auch wunderschön gelegen hier an dem Fluss. Der kommt von der Bucht da hinten vorbei, fließt hier durch und ins Meer. Und hier vorne geht auch unser selbstgemachter Fluss runter. Wir haben außerdem hier noch einen See. Der war tatsächlich so. Ich glaube, ich habe den nur ein bisschen ab und zu mal begradigt. Und hier sind dann unsere tollen Viecher. Unsere Hühner, unsere Kühe, unsere Schweine und unsere lauten Schafe, die mich immer voll mähen. Was soll man machen? Dann haben wir hier unseren wunderschönen Bauernhof. Hier rein, eine kleine Küche. Unser Lagerraum, er ist wirklich bisher nicht groß und komplett Chaos. Ich weiß, ich habe aber irgendwie keinen Bock, mich drum zu kümmern. Dann haben wir hier oben noch ein geiles Schlafzimmer mit einer coolen Aussicht ins Grüne. Und hier vorne nochmal einen kleinen Kornspeicher, der hier hinten auch noch ein bisschen was zu verstecken hat, wenn man denn was zu verstecken hätte. So wie hier diese Kiste voller Brot. Also das ist wirklich nicht für jedermanns Augen bestimmt. An sich auch ein cooles Ding, auch mit den kleinen Fenstern finde ich das ganz cool. Wir gehen aber mal weiter. Und zwar hier den Weg entlang. Auch natürlich mit Blumen versät. Hier kommen auf jeden Fall auch noch mehr Blumen hin, wenn die Zeit dafür reif ist. Dieser Weg führt uns direkt, wie ihr seht, in die nächste Dorfgemeinschaft. Über eine Brücke, die wir gebaut haben, die wird noch neu gebaut, die ist nicht schön, ich weiß. Und über einen Fluss, den ich selbst hier durchgeschlagen habe. Also der ging bis da vorne und bis hier. Und ich habe die beiden verbunden. Und dann haben wir die Brücke drüber gebaut. Die wird auf jeden Fall, wie gesagt, noch neu gemacht. Das ist ein Projekt für Staffel 3. Dann haben wir eins der Projekte, das nicht wirklich zu den anderen passt, ich aber unbedingt haben wollte. Und zwar einen kleinen Wassertempel auf einer Insel, der so ein bisschen japanisch angehaucht sein soll, sage ich mir zumindest selber, auch wenn das nicht wirklich ist. Deswegen aber halt auch das Bambus. Und er ist klein, aber fein. Hier kannst du beten oder was auch immer, kannst du in die Nase popeln. Wir haben aber auch noch was, was allein zeitlich und designmäßig überhaupt nicht zum Rest passt. Unsere Villa. Und ja, die ist wirklich so groß. Wir haben nicht nur eine Dachterrasse, eine sehr große Dachterrasse, eine kleine Terrasse auf dem Boden. Wir haben sogar ein Badezimmer. Das ist das einzige Badezimmer in unserem kompletten Stadt-Lebens-Map-Ding. Wir haben einen tollen Südbalkon, wo man schön auf den Bauernhof und die anderen Sachen gucken kann. Ich zeige euch mal noch nicht zu viel. Dann kann man hier, auch mit einem mega coolen Design-Feature, finde ich, kann man hier weitergehen. Hier kommt dann das Schlafzimmer mit auch einem richtig coolen Ausblick hier unten auf den Fluss. Tagsüber sieht es noch ein bisschen geiler aus, aber wir können ja mal eben, ne, können wir noch nicht.
Zeige ich euch den Rest vom Haus. Hier ist unsere Küche mit einem riesen Skylight. Da kann man hier hinten noch die schönen Wolken sehen. Und natürlich was kochen. Hier kannst du am Tresen sitzen. Hier ist das Wohnzimmer ohne Fernseher, aber dafür mit riesen Couch. Und eigentlich guckt man eh immer lieber nur nach da. Dann haben wir eine riesengroße Esstischecke. Und jetzt gehen wir mal kurz pennen. Wir haben außerdem einen Westbalkon mit zwei Liegen drauf, wo man bis auf den kleinen Tempel da vorne nichts sieht von dem, was wir bisher gebaut haben. Man ist hier also quasi komplett in der Natur, vor allem wenn man so ein bisschen mehr nach rechts guckt. Und wir haben auch noch für den Gebildeten unter uns einen Pool, weil wir sind opulent. Wir haben eine Villa auf dem Hügel. Das nächste ist unsere wunderschöne, komplett spontan gebaute Mühle. Dafür gehen wir hier hoch, gehen hier den Hügel hoch, den ich extra dafür erweitert habe. Und dann können wir auch hier reingehen. Hier ist natürlich, wie man es von der Mühle kennt, wieder ein bisschen Getreide drin. Man kann hier hochgehen. Da oben wird eventuell noch so eine kleine Wohnung entstehen, weil ich das auch eigentlich echt cool finden würde. Hier kann man so ein bisschen drumherum gucken. Auf das Dorf, auf die Natur, auf unseren Wald. Und wenn mal was an der Mühle sein sollte, kann man hier auch easy hoch und die Segel oder wie auch immer man die Dinger nennt, reparieren. Ist natürlich mehr fiktiv als was auch immer. Haben wir auch noch das neueste Projekt, wo ich buchstäblich gestern in der Folge dran gesessen habe. Unsere Taverne Schrägstrich-Kneipe. Die ist auch wie gesagt noch nicht fertig. Hier kommt noch ein komplettes Geschoss oben drauf. Hier kommt noch eine Küche rein. Hier kommen natürlich noch Stühle und so weiter rein. Das fehlt jetzt alles noch. Aber gestern erst angefangen, deswegen ist hier noch nicht allzu viel. Hier vorne ist dann wieder das Blumenmeer. Und hier beginnt unser kleiner Fluss, den wir selbst gebaut haben. Der geht hier lang, kommt aus einem kleinen See, geht hier runter, geht in einen anderen See mit einem Baum mittendrin, finde ich auch mega cool, und geht dann hier runter in Richtung Brücke und teilt sich aber auch in dem zweiten kleinen See nochmal auf und geht hier lang, hier runter. Hinter dem Blumenmeer, den sieht man quasi vom Weg nicht. Man weiß höchstens, dass er da ist, wenn man weiß, dass er da ist. Und mündet in diese unterirdische Grotte. Die finde ich auch cool. Die ist tatsächlich nicht von mir gemacht. Meint ja, ich habe hier mal Stein abgebaut, aber an sich war ich das nicht. Zurück oben am See angekommen, geht dieser Weg aber noch ein Stück weiter. Und zwar zu unserem altbewährten Steinbruch. Und der ist wirklich schon nicht klein. Der ist schon etwas eskaliert. Also hier wird schon das ein oder andere Cobblestone gefarmt. Auch hier vorne geht es noch komplett weiter. Also bis unten. Jetzt noch nicht bis Bedrock, aber viel fehlt auch nicht. Das war soweit Teil 1 von dem, was ich bisher gebaut habe. Wir haben aber auch noch ein bisschen weiter weg noch etwas. So, da kann man schon ein bisschen erkennen. Wir fliegen aber mal nach unten. Hier in der Wüste ist unser kleines Exil. Ich bin irgendwann einfach mal losgerannt, in den ersten 100 Folgen sogar, und bin hier angekommen, an diesem kleinen Dörfchen. Hab mir ursprünglich gedacht, ich gehe in dieses Haus, weil ich das echt cool fand, wie das gebaut ist. Und ich habe sowas noch nie gesehen, mit dieser Stufe und dann hier dieses kleine Ohrding, dann hier nochmal ein Balkon und dann hier. Das hier habe ich sogar gebaut, das war hier nicht mal. Und dann habe ich aber gedacht, es ist doch ein bisschen klein. Und habe gedacht, ich will hier irgendwie aber nicht auf dem Boden wohnen. Das sieht irgendwie nicht so geil aus. Und dann habe ich gedacht, gehen wir einfach nach oben. Ich baue mir einfach ein richtig fettes Baumhaus. Das ist unser Baumhaus. Hier war ich, glaube ich, so 20 Folgen damals. Ist auch, wie gesagt, aus Staffel 1. Aber es gehört trotzdem dazu. Und hier zeige ich alles, was wir gebaut haben. Wir gehen über einen der endlosen Wege nach oben. Wir nehmen heute mal den. Wir haben auch noch einen Wasseraufzug, alles mögliche. Wir gehen hier hoch und sind in der ersten Etage. Hier haben wir eine kleine Küche, sage ich mal. Wir haben noch eine Kiste, hier sind sogar noch Sachen drin, die ich nie mitgenommen habe. Wir haben ein Bett. Das ist tatsächlich nicht mal zum Pennen, sondern es hat einen anderen Zweck. Man hat eine geile Aussicht auf die Wüste. Da hinten sind noch ein paar Akazien und aufs Meer. Außerdem kann man hier noch hochgehen. Die Liane hoch und hat hier noch eine kleine Grillecke. Hier sind die Grills, die Öfen, wie man es nennen möchte. Hier ist noch was zu essen. Und von hier hat man natürlich auch eine geile Sicht auf den Dschungel. Außerdem haben wir hier eine kleine Karottenfarm. Wir haben außerdem Hängebrücken, die hier oben drüber gehen. Das sieht auch von unten
echt cool aus. Am Hängebrücken. Und die führen zum geilsten Schlafzimmer der Welt. Ja, das ist das Schlafzimmer. Ja, da vorne ist Sonnenuntergang. Ja, wenn man hier drin liegt, guckt man genau dahin. Ja, es ist mega geil. Dann hat man hier nochmal einen kleinen Aufzug. Hier kommt man wieder runter. Wieder bis hier. Oder halt bis ganz unten. Kann man sich aussuchen. Aber wir haben noch mehr. Ihr habt es eventuell schon gesehen. Hier kann man auch nochmal runtergehen. Kommt man auf die andere Seite. Und hier ist noch ein kleiner Whirlpool. Hier hat man auch eine geile Sicht. Auch auf diese kleine Bucht. Auf den Hauptteil des Meeres. Und auf den Dschungel. Und auch ein Ticken sogar nach da hinten auf das Meer. Fühle ich auch mega. Ist natürlich weird, sowas auf einem Baum zu haben. Aber gut. Und wir haben hier oben, wenn man noch weiter nach oben kraxelt, der Weg ist ein bisschen schwerer, kommt man hier noch auf unsere Dachterrasse, weil sie buchstäblich auf dem Dach der Baumkrone, auf dem Dach des Waldes ist. Und hier kann man auch chillen. Die ist eigentlich falsch rum ausgerichtet, weil da ist der Sonnenuntergang und ich gucke eigentlich immer auf den Sonnenuntergang. Das ist mir sehr wichtig, ich weiß nicht warum. Ich finde den mega geil. Also ich weiß warum, ich finde den mega geil. So, aber ist halt trotzdem noch so eine kleine Sitzecke. Ich habe euch ja gesagt, das Bett da unten hat einen anderen Zweck als zu pennen, weil wir haben da oben unser Schlafzimmer. Es geht eigentlich nur darum, dass man hier runterspringen kann, auf dem Bett landet und nicht Fallschaden kriegt. Und nicht jedes Mal die Lianen runtergehen muss. Und das kann man auch von da oben machen, das kann man von überall machen. Damit ich allerdings nicht jedes Mal diesen kompletten Weg hin und her fliegen muss, auch wenn ich das schon getan habe, habe ich mir irgendwann gedacht, ey, lass doch einfach hier ein Netherportal hinstellen. Und somit sehr viel Zeit einsparen. Und das haben wir gemacht. Wir landen leider genau über der Lava. Aber zum Glück sehr nah an unserem anderen kleinen Portal. Deshalb habe ich dann irgendwann, gut, dass ich fliegen kann, irgendwann hier diesen Weg rüber gebaut. Tschüss. Tschüss. Auf unsere kleine andere Portalinsel. Die ist tatsächlich so gespawnt. Und genau damit kommen wir wieder hier hin. So schließt sich der Kreis. Und das ist alles, was ich in 200 Folgen meines Minecraft Nostalgie Let's Plays gebaut habe. Wenn es euch gefallen hat und ihr auf jeden Fall die dritte Staffel nicht verpassen wollt, dann gerne ein Like geben, abonnieren. Und dann sehen wir uns morgen direkt in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.